Vitello in der Education, also in der Edu-Version. So, jetzt wird es ernst. Leg auf. Durch. Nach rechts. Hoch. Hey und somit ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht das, ich habe mir heute eine andere Location zum Filmen ausgesucht und zwar hinter mir eine Sporthalle. Um genauer zu sein, in dieser Sporthalle hatte ich als Schüler Sportunterricht. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum die Turnhalle? Na ja, ganz einfach, das Produkt, welches wir gemeinsam heute testen wollen, passt nicht auf meinen Unboxing-Tisch. Da sind mehrere Elemente, um genauer zu sein, ein Drohnenparcours. Und da das Wetter im Moment nicht so wirklich zuverlässig ist, die ideale Lösung, eine Turnhalle. Das Ganze ist von Cytronics, das Tello Competition Set. Ich habe zwei Tellos im Auto. Wenn wir den Parcours aufgebaut haben, werden wir gemeinsam da durchflitzen, wenn es klappt. Bin gespannt, wie es funktioniert. Meine Freundin ist auch dabei, wird zum allerersten Mal Drohne fliegen in ihrem Leben heute. Mal schauen, wie es ausgeht. Und wenn es mit den Tellos gut funktioniert, werde ich auch noch ein wenig Maverick Mini Action durch den Parcours jagen. Also ich habe jetzt richtig Bock, lasst das Ganze mal aufbauen. Viel Spaß bei diesem Video. Wir müssen erstmal das Auto entladen. Es ist einiges an Zeugs. Ihr werdet es gleich sehen. Hier in so einer schwarzen Box habe ich die Drohnen vorbereitet, Kamera-Equipment und im Kofferraum ist das Set an sich. Zwei Pakete sind's. Das ist so eine geile Location. Da ist das Produkt dieses heutigen Videos. So ungewohnt einfach in einer riesen Halle zu sein und das Ganze für euch auszupacken. Hier sind schon die GoPros am Start, die dann Zeitrafferaufnahmen gleich machen werden, während wir das Ganze auspacken und aufbauen. Also für euch wird es schnell gehen. Wenn das Ganze aufgebaut ist, werde ich natürlich nochmal erzählen, wie lange es im Endeffekt gedauert hat. Ein Link zu dem Set ist unten in der Beschreibung. Im Laufe des Videos werde ich nochmal genau erklären, für was das Ganze gedacht ist, was man damit machen kann. Wir sind hier gar nicht so verkehrt mit der Location an einer Schule. Aber mehr dazu gleich, wenn das Ganze ausgepackt ist. Okay, wir werfen mal einen Blick erst in die große Verpackung rein. Zack. Hier wird wahrscheinlich eine der Tellos drin sein. Und was ich schon mal verraten kann, es sind die Tellos in der Education-Variante. Zu Tello habe ich ja schon mal mehr als ein Video gemacht. Das ist eine kleine Drohne, die man mit dem Smartphone steuern kann. Mit 13 Minuten Flugzeit, einer HD-Videoqualität, 5 Megapixel Fotos und das Ganze lässt sich auch programmieren. Das ist das Tolle an der Sache. Lasst mal reinschauen. Tada! So sieht das Ganze aus. Ich hatte ja eben den Punkt Programmierung angesprochen. Und zwar kann man mit diesen kleinen Drohnen programmieren lernen. Swift, Scratch und Python sogar. Die Tello in der Education, also in der Edu-Version abgekürzt, sehe ich gerade zum ersten Mal. Und das Ding hat so ein durchsichtiges Gehäuse. Aha, okay. Eine weitere Tello. Ich denke mal, da das Set auch aus Tunneln, Ringen und so weiter, Flaggen besteht, werden diese hier drin sein. Und ja, sieht so aus. Was man schon mal ganz cool erkennen kann, das Ganze hat einen eigenen Print von Cytronics. Tello Education oder Edu, wie auch immer man das sagen möchte. Ich könnte jetzt natürlich auch hier... Okay, Spaß beiseite. Wenn ihr das mal so ein bisschen genauer betrachtet, der Stoff hier, der besteht aus einem wasserabweisenden Nylon. Also das Ganze kann auch ruhig draußen platziert werden. Da dann mit der Tello durchpiezen, könnte geil werden, oder? Und jetzt aufpassen, dass man keine Gewicht bekommt. Das ist ein Flaggenelement, kann man ganz klassisch dann hinstellen, dann als Pylone quasi benutzen, um durchzufliegen. Naja, diese ganzen Teile, die brauchen ja auch ein Standsystem. Und das ist in der anderen schwarzen Tasche drin. Das Ganze aus einem Metall, also auch wertig verarbeitet. Könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze ganz gut mit kleinen FPV-Renndrohnen funktioniert. Mit einem kleinen Tiny Whoop oder ähnlichem. Auch mal jetzt in der Wintersaison, wenn es draußen nicht so toll ist und man die Möglichkeit hat, irgendwo in einem Gebäude wie hier fliegen zu gehen. Das Ding besorgt, aufgebaut und schon hat man so ein bisschen Herausforderung und Flugspaß. Wir werden jetzt nicht die einzelnen Stangenelemente hier durchgehen, da sind einige. Ich baue das Ganze mal in Ruhe, aber mit Zeitraffer für euch auf. Und dann melde ich mich zu Wort, wenn die Elemente hier nochmal stehen.
Der Parcours ist aufgebaut und das Ganze ließ sich relativ flott und unkompliziert aufbauen. Und warum ich die ganze Zeit hier diese Anspielung bezüglich Schule gemacht habe, gerade mit der Tello und der Education-Version, ist natürlich diese kleine Drohne, die jetzt noch da unten ist, ideal, um spielend programmieren zu lernen. Und gerade mit dem Set von Cytronics habt ihr die Möglichkeit, einen Parcours aufzubauen. Wenn ihr zum Beispiel an einer Schule sowas unterrichtet, Lehrer seid oder ähnliches, oder auch Schüler, der eurem Lehrer mal sowas vorschlagen möchte, dann tut es mal. Denn spannender kann, denke ich mal, ein Unterricht als mit sowas nicht sein. Also in der Turnhalle mal schnell aufgebaut oder vielleicht in einem größeren Klassenzimmer die Drohne programmiert. Ihr könnt zum Beispiel Wege programmieren und dann auch kleine Wettkämpfe austragen. Welcher Copter fliegt dann schneller durch den Parcours und sowas. Und gerade bei der Tello, wenn ihr ein Programm geschrieben habt, könntet ihr mit einem Knopfdruck einen ganzen Drohnenschwarm durch die Klasse, die Turnhalle oder den Parcours hier jagen. Man startet, fliegt los durch das erste Gate, also Tor, rechts rüber durch den Tunnel da vorne, dann um die Flagge durch den Reifen oder den Ring durch und wieder zurück durchs Tor, hier gelandet. Das ist der Plan. Hier in diesem Video fliegen wir jetzt erstmal komplett selbst. Drohne aktivieren. Zack. Vor direkt, keine Zeit verlieren. Zack, rüber nach rechts. Höhe gewinnen, durch den Tunnel, schon die Kurve einleiten, Achtung an der Wand, Achtung an der Wand, Achtung an der Wand, oh, das war knapp, rübergelenkt und, ja, vorletztes Hindernis geschafft, jetzt nur noch das Tor nehmen, Drohne drehen, vorwärts und, jetzt noch eine Punktlandung, nein, du gehst schön auf die Matte, runter. Boom! So, jetzt wird es ernst für meine Freundin. Ich habe ihr eben erklärt, wie die Steuerung funktioniert. Also wir hoffen uns jetzt erstmal nicht so viel. Es ist wirklich ihr allererster Drohnenflug und mit einer Smartphone-Steuerung. Mal schauen. Ich würde mal sagen, lasst uns loslegen. Okay, die Tello bleibt ja von alleine stehen. Sie versucht erstmal so ein bisschen nochmal mit der Drohne warm zu werden. Das ist wirklich der allererste Versuch. Boom! Okay, durchgekommen, hoch und wir fliegen erstmal nur durch die Halle, um die Drohne kennenzulernen. Das ist jetzt noch nicht durch die Hindernisse durch. Da ist der Kleine. Ja, aber das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus da vorne. Ich gehe mal schnell rüber mit euch und gucken, will sie wirklich das Hindernis schon nehmen? Oh, sehr gut. Das sieht nicht schlecht aus. Irgendwie durchgekommen. Sehr cool. Ich glaube, sie versteht, wie das geht. Will noch nicht landen, das Ding. Einfach mal die GoPro mitgenommen. Das war ja schon mal kein schlechter allererster Versuch. Auf jeden Fall Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Und jetzt, meine Freunde, die Stunde der Wahrheit ist gekommen, die Mavic Mini gleich durch den Parcours zu jagen. Lasse auch die Propellerschoner an, denn ich möchte die geliebte Drohne nicht schrotten, wenn sie dann vor allem hier durchfliegt. Brauche ich nur mal ganz kurz gegenkommen, dann fällt er auch hier unten auf den Boden und bei der Höhe kann natürlich was kaputt gehen. Also aktivieren. Take off. Durch. Nach rechts. Hoch. Durch. Sehr gut. Drehen. Achtung, Wand. Wand. Durch. Und direkt schon runtergehen. Runter, vor. Und landen.
So viel zum Tello Competition Set von der Firma Sitronics. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren dieses Sets. Was man dazu sagen kann, es ist relativ schnell aufgebaut, macht auch einen wertigen Eindruck in der Verarbeitung. Das nächste Mal dann vielleicht draußen bei schönem Wetter. Dass das Ganze mit kleinen und auch größeren Drohnen funktioniert, habt ihr ja jetzt gesehen. Und auch Anfänger kommen hier auf ihre Kosten. Gerade wenn die ersten Flugminuten anstehen, lernt man hier das schnelle Umdenken von links nach rechts und spiegelverkehrt und hin und her. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Drohnenvideos oder auch andere Technikvideos zu verpassen. Und dann sehen wir uns einfach in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao!